Es gibt Ärger in der Luft. Lily Becker hat beschlossen, nicht länger zu schweigen und endlich alles auszupacken. Wen oder was betrifft das? Natürlich ihr Lieblingsthema, ihr Ex-Mann Boris Becker. Und Lily hat so einige Geschichten aus der Vergangenheit zu erzählen. Lange Zeit war es ruhig um Lily Becker. Nachdem sie im Mai letzten Jahres von Beckers Anwalt zum Schweigen gebracht wurde, hielt sie sich öffentlich zurück. Aber damit ist jetzt Schluss. Aktuell sind gleich zwei Dokumentationen über Boris geplant. Während DapoTV die Zeit hinter Gittern aus Boris Sicht beleuchtet, geht der britische Streamingdienst ITVX härter zur Sache. In Der Fall Boris Becker und seine Schulden sollen Menschen zu Wort kommen, denen der ehemalige Wimbledon-Sieger Schaden zugefügt hat. Der Insolvenzverwalter, die Londoner Staatsanwaltschaft, ein ehemaliger Milliardärsfreund, Boris Ex-Freundinnen und natürlich seine noch Ehefrau Lily. Und bevor diese Doku veröffentlicht wird, muss Boris zittern, denn Lily hat endlich die perfekte Gelegenheit zur Rache. Welche Themen wird sie ansprechen? Wir wissen es nicht genau. Aber sicherlich wird sie die Gelegenheit nutzen, um Stellung zu beziehen. Zum Beispiel zu den Vorwürfen, die Boris in einem Interview mit Steven Gätzchen gegen sie erhoben hat. Auch ihr gemeinsamer Sohn Amadeus könnte ein Thema sein. Schließlich ist in Bezug auf Scheidung und Sorgerecht noch lange nicht das letzte Wort gesprochen.